Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier auf meinem YouTube-Kanal rund um die Themen der Modellbahn begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal gibt es eine weitere Folge vom Sibi und von mir, unserem Gemeinschaftsprojekt Zwei Rheinländer stellen vor. Und bevor ich hier viele, viele Worte wieder verliere, ich könnte endlos weitermachen hier, weil dieser Mensch hat mich total begeistert, vollkommen authentisch, vollkommen liebenswert, nett natürlich und sein Wohnort hat mich total überrascht, weil ich hätte ihn eigentlich von seiner Sprache her, er ist der echte Leipziger Junge, hätte ich ihn komplett woanders verortet, nämlich in Leipzig, aber lasst euch mal überraschen. Und jetzt habt viel Spaß mit dem Sven von Svens Mova Spur M. Ja, super, dass das funktioniert hat. Hallo und herzlich willkommen, lieber Sven. Servus, ihr zwei. Ja, hallo, lieber Sven. Schön, dass es dich mal getroffen hat. Ich habe immer mal gehofft, dass du mal irgendwann hier in unserem Format auftrittst, weil ich finde deinen Kanal echt spannend. Also ich habe das letzte Video gesehen, da hat er die arme Bude umgeräumt, da die armen Vögelchen da, die wurden da hin und her geschoben. Ich denke, Alter, das kann aber nicht wahr sein. Ja, was macht man nicht alles, wenn man Platz braucht, ne? Ja, so. Das stimmt. Und jetzt auch für das Format, was wir hier haben, sehe ich gerade, hat er sich auch die Verstärkung mitgenommen. Was hast du denn da für Metze da im Hintergrund? Ich bin stolzer Besitzer seit 10 Jahren von 3 Nymphensittichen. Oh. Ein Mädel in Weiß und 2 Herren in Grau. Also keine schwule WG bei dir, ja? Nein, keine schwule WG. Ich habe immer Action im Käfig. Also ein SM-Studio. Sozusagen. Sehr schön. Gott, schön in die richtige Richtung hier. Aber wieder einen tollen Kommentar gekriegt. Ich hätte euch gesagt, tollen Endgegner. Hier läuft. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Ja, perfekt. Ich mache mal, so ein bisschen den Teaser, so ein bisschen den Einlauf, damit die Leute grob wissen, wie lange du schon in YouTube unterwegs bist, aber wir kommen da im Detail gleich zu. Ich habe ja schon gesehen, du hast ein kleines Zahlenspiel, am 9.05.2012, ich muss mal so ein bisschen gucken, da hast du also schon mal den Account eingerichtet. Dann hast du wahrscheinlich die Schalter und Knöpfchen noch ein wenig gesucht und etwa 5 Jahre dafür gebraucht, weil am 5.09., da sind die Zahlen wieder, 2017 hast du dann dein erstes Video veröffentlicht. Und genau. wenn man sich seinen Kanalauftritt mal so ein bisschen anschaut, ist das schon sehr strukturiert. Er arbeitet auch mit Thumbnails, also immer diese Begrüßungsbilder, die man so am Anfang hat. Und da gibt es auch eine Veränderung zwischendurch. Absolut. Ja, also du scheinst dich ein bisschen intensiver mit YouTube zu beschäftigen. Wie lange machst du das oder wie viel Zeit verwendest du dafür so? Also ich sage mal so, also intensive Beschäftigung mit YouTube hat wirklich 2017 mit dem ersten Video angefangen. Das hatte ich hatte den Kanal, wie du schon sagtest, seit 2012 mir angelegt. Eigentlich so um private Videos, so ein bisschen so Vögel und was ich so mache, reinzustellen. Es ist aber nie dazu gekommen. Lieber habe ich erst mal geschaut, was machen andere und so weiter. Ja, wie man das so macht. Ne? Und da es ja dann mit der MOBA wieder losging bei mir, und ich das irgendwo zeigen wollte, habe ich dann einfach mal das erste Video dann 2017 eingestellt. Natürlich waren wir da ja noch nicht so erfahren, kameratechnisch und so weiter, also mit dem Handy gefilmt, wie alle so meistens anfangen. Ja, und dann nach und nach habe ich mich dann halt schlau gemacht, wie machen es andere, was benutzen andere. Dann gibt es ja diese Tutorials allgemein für YouTube und so weiter. Ich habe auch zwei Kanäle abonniert, wo ich mir immer wieder Tipps und Tricks hole, die dann immer wieder Neuerungen von YouTube selber vorstellen, um Abonnentenzahlen zu bekommen und Thumbnails zu erstellen, Videoschnittprogramme vorgestellt, weil am Anfang habe ich ja noch mit dem ganz einfachen Microsoft hier Schnittprogramm gearbeitet. Mittlerweile sind wir da ja auch besser geworden. Mit was arbeitest du? Moment, dann muss ich nachschauen. Das habe ich nicht so auf dem Schirm. Dann muss ich nur in die Taskleiste runter. Und zwar arbeite ich mit Shotcut. Okay. Wird auch ziemlich oft genutzt, ja. Ja, echt? Und ich komme damit eigentlich jetzt mittlerweile gut zurecht. Also ich habe auch da wieder viele Tutorials mir angeschaut.
eben um verschiedene Videos ineinander einzublenden und zu machen. Und umso besser kann ich dann auch meine MOBA präsentieren. Absolut, absolut. Ja. Und du hast ja ein Schmuckstück da. Ne? Wie bist du eigentlich zur Modellbahn gekommen? Irgendwann mal Langeweile gehabt und gesagt, boah, ich suche mal mein Hobby. Pass auf, ich bin ein Kind aus dem Osten. Ja, okay. Und der kleine Ossi hat ja so angefangen, Jungs. Da unten, auf dem Teppich. Ja, in Kreis. Hat sie aber vorbereitet, was? Ein Kreis mit so einer Aufziehlok. Das war meine erste Lok. Ernsthaft? Ja. Wahnsinn. Ja, ich komme. Also, sowas hatten wir ja auch noch nie, ne? Sowas hatten wir echt auch noch nie. Ein Kreis mit einer Aufziehlok. Premiere. Mit fünf Jahren zu Weihnachten unter dem Baum gestanden. Ja. Sehr, sehr geil. Also, wir hatten bisher ja immer so den Klassiker, Papa hat angefangen, so Papa kommt von der Bahn und ne? Aber ja, der Klassiker würde auch so jetzt anfangen, nur das war meine erste. Ah, okay. Papa von der Bahn, Papa bei der Bahn, Opa bei der Bahn, ich später auch bei der Bahn. Ist im Osten scheinbar immer gang und gäbe gewesen, alle waren so bei der Bahn. Ja. Und mit 6 Jahren hatte ich dann meine erste Modellbahn, also richtige Modellbahn mit Travo von Pico in Spur H0. Ja. Da musste mein Brüderchen dann nur leider ein bisschen leiden, weil die Platte lag auf dem Laufgestell, also auf seinem Laufstall über Weihnachten. Dort konnte er dann halt über die Weihnachtsfeiertage dann da nicht rein. Platztechnisch. Und irgendwann ist er dann zu mir ins Zimmer gekommen, an die Wand geklappt und dann immer von Weihnachten zu Weihnachten vergrößert worden. Ja. Bis dann der junge Mann so ins jugendliche Alter gekommen ist und dann gesagt hat, die Spurweite ist mir zu groß. Okay. Dann hat der Papa mit ihm zusammen die erste Spur-N-Anlage gebaut. Ach, guck mal. Schön. Herrlich, die Tapete, ne? Ja. Bombe. Das sind schon 80er Jahre, Luft, weißt du ja. Sven hatten wir auch. Wir hatten ich kann nichts gegen die Tapete sagen, weißt du? Also ich wollte gerade sagen, also ich glaube, diese Tapete oder diese Art von der Tapete, das kommt wohl so ziemlich jedem hier aus der Community bekannt vor. Jeder wird wir haben auch im Westen, Sven. Wir haben auch im Westen. Das Einzige, was der Westen immer bei uns geholt hat, war die Raufasertapete. Ach so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also meine Tante hat bei uns 10 Rollen geholt und mitgenommen gehabt dann für ihre Runden. Also, nee, aber was ich sage... Stopp. Du hast gesagt, für hier drüben. Das heißt, du bist gar nicht im Osten. Nein, ich bin nicht mehr im Osten, ja. Ich bin seit 20 Jahren in Augsburg. Ach, guck an. Wer meinen Kanal kennt und auch sieht, der wird sich zwar wundern, da steht nicht Augsburg drunter. Nee. Aber Fährsee steht drunter. Jetzt habe ich aber verpeilt, es irgendwie halt mal zu googeln. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist das? Kommst du jetzt schon wieder mit dem Ding, oder? Fährsee? Sven, nur für dich, damit ich den Kollegen hier gerade mal abhole. Das ist so ein Running Gag. Ne? Also irgendwas ist immer so. Also von daher... Lass dich von dem da jetzt erstmal nicht so stören. Na, Fährsee ist ein Stadtteil von Augsburg. Ah, okay. Ja. Nur wenn ich will es halt, wie soll ich sagen, meine Personalisierung halt genau auf den Punkt treiben und nicht jetzt Augsburg. Augsburg ist ja nur auch keine kleine Stadt. Ja. Gut, wir sind kleiner als München, aber trotzdem. Ja. Wir sind ja so eine Randstadt von München, wenn man so will. Aber auch kleiner wie Köln, oder? Ja. Ja. Aber wir sind bekannter als Köln und München. Ja, hier von der Augsburger Puppenkiste da, ne, oder? Nein, nicht nur das. Auch die Fugger. Die Fugger waren ja auch da unten. Fugger und August. Augsburg kommt von wem? König Augustus? Ja, genau. Das war aber auch alles, was ich aus der Geschichtsunterricht mitgebracht habe. Ja, aber Augsburg war laut ja. Laut Geschichte ja eher da als Köln. Das kannst du alles nur Fragen hier. Ja, ich glaube, das stimmt, glaube ich sogar. Aber Aber das Augsburg war ja schon mal eine Überraschung. Und genauso wie die Vorbereitung mit den Bildern. Ich bin mal gespannt, was du noch so alles auf Lager hast hier. Ah, das ist die Geschichte.
Das ist die Geschichte weiter zum MOBA. Ja, okay. Du hast ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Einmal durch die Kindheit, das haben wir ja jetzt abgehakt. Und nachdem die letzte Anlage mit meinem Vater zusammen dann soweit im Rohbau war, war der Bub dann auch mittlerweile in der Ausbildung, war dann irgendwann fertig mit der Ausbildung und ist ausgezogen. Und ja, da war dann erstmal kein Platz für die MOBA mehr. Ja, klar. Da stand sie im Keller und irgendwann ist sie dann auch über einen Händler dann verkauft worden, weil die damalige erste Partnerin da auch nicht mit dem Hobby was am Hut hatte. Wir keinen Platz hatten und eh sie jetzt im Keller verstaubt und verdreckt. Ja, ja, klar. Ja, aber so ganz ohne MOBA bin ich nie geblieben. Also ich habe zwei Modelle aussortiert und hast du eine MOBA reingeholt. Ja, so in etwa. Aber das hat ein bisschen länger gedauert. Das hat ganze ich sage mal, das hat jetzt ganze 15 Jahre oder 25 Jahre, ich sage es ja im Video, auch am Anfang, im ersten Video oder so, dass ich nach 25 Jahren ja erst wieder angefangen habe, durch dummen Zufall. Sonst wäre ich vielleicht heutzutage immer noch virtuell modellbahnmäßig unterwegs. Ja. Weil ich habe mir nämlich die Zeit genutzt. Es hat immer in die Finger gezippelt. Aber der Platz war nicht da. Ja. Und seitdem ich nach Augsburg gezogen bin, das ist nur auch schon wieder 20 Jahre her, ja, der Platz ist zwar immer noch nicht wirklich da. Also wenn ich eure Anlagen so sehe. Nee, du vertust dich. Also du vertust dich. Das sieht, glaube ich, in den Videos größer aus, wie es ist. Ja. Du hast, glaube ich, nicht viel, viel mehr Platz wie ich. Ja gut, okay, ich habe jetzt vielleicht einen knappen O gebaut, aber also, ich bin davon überzeugt, wenn ich weiß, wie deine Anlage aussieht, ist im Louis eine von der Länge her kürzer. Ja, genau. Also man sieht hier ganz gut die Ecke, ne? Hier die Ecke von dem Raum. Und hier ist das Ende der Anlage, hier das Teil da. Der Teil von hier nach hier sind mal knappe 1,95 Meter. Und auf der anderen Seite, von der Ecke bis hier so in den Raum rein, sind gerade mal 3 Meter. Ne? Ja, dann hast du mehr als ich. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gerade das, was jetzt im Moment fertig ist, sind gerade mal 3,60 Meter. Okay. 3,60 Meter stechen schon mal die 3,10 Meter von mir. Dann machen wir weiter. Ja, aber weiter kann ich nicht in den Raum. Ja, ich auch nicht, weil dann bei dir geht's nicht, Louis, aber guck dir Sippi an, weißt du, er geht einmal um die Wand lang, hat einen ganzen eigenen Raum dafür. Ja. Ich muss meine 25 Quadratmeter Wohnung dafür nutzen. Ja. Ich baue gerade ums Bett herum, komme gerade so ins Bett. Also Bett, Käfig, Küche. Ja, hast du eine Einraumwohnung? Ich habe ich nenne mein Eigen eine Einraumwohnung mit ganzen 30 Quadratmetern. Okay. Und davon sind nur 25 Quadratmeter Wohnnutzfläche, der Rest ist dann Bad und Flur, und Balkon halt noch ein bisschen. Okay. Ja. Und du hast natürlich deine Liebenden da. Ich sag mal so, im Normalfall fragen wir ja, was macht denn so, wir haben das dieses Jahr gehört, was macht deine Familie, was sagt deine Familie zu deinem Hobby? Was sagen die drei, die da hinten dir im Käfig sind? Die unterstützen dich, das hört man ja auch bei den Videos immer mal sehr gern mit Rat und Tat, glaube ich. Ne? Ja. Also ich sag mal so, sie meckern oft, wenn ich mit Bohrmaschine und Dremel arbeite, weil diese Geräusche dann im Gehörgang scheinbar ein bisschen... Ja, aber ansonsten sind sie sehr human. Also Küche und Wohnbereich, sage ich mal, habe ich mehr Schäden als an der MOBA. An der MOBA haben sie sich noch nicht vergriffen. Okay. Also das heißt, du lässt die auch fliegen, ja? Ich lasse die jeden Tag nach der Arbeit raus, Minimum 2 Stunden. Und am Wochenende sind sie 4 Stunden draußen. Okay. Sie brauchen ein bisschen ihren Auslauf. Ansonsten, natürlich. Ansonsten wäre hier ganz schön Stimmung. Also ist dein Video, das kann man ja sehen, dass du handwerklich ganz weit vorne bist. Bist du im Beruf im Handwerk irgendwie unterwegs? Ich bin im Handwerk nicht, ich bin in der Industrie. Okay. Tätig als gelernter Industriemechaniker. Ah, ja. Okay. Eigentlich wäre ich ja Triebfahrzeugschlosser, aber dann kam die Wende. Ja. Ich habe mein erstes Lehrjahr noch zu DDR-Zeiten gemacht bei der Bahn als Triebfahrzeugschlosser und dann kam aber die Wende, dann hieß es nicht mehr Triebfahrzeugschlosser, dann hieß es plötzlich Industriemechaniker und man hat uns gleich mal noch 1,5 Jahre obendrauf gepumpt.
weil sonst hätte ich nur 2 Jahre Lehrzeit gehabt und so hatte ich dann die 3,5, was der Industriemechaniker jetzt ja generell hat. Ja, im Westen, ihr habt das ja den Standard aus dem Westen genommen und im Westen wir brauchen immer was länger, um was zu verstehen. Ja. Das Einzige, was wir übernommen haben, war dann die Schreibweise, weil TGL und DIN haben sich nicht genommen. Das ist beides das Gleiche. Hat nur einen anderen Namen. Also bitte. Wir haben es nicht verstanden. Also vor allen Dingen das, was wir gelernt hatten, praktisch, ist ja das Gleiche geblieben. Ob ich im ersten Lehrjahr westmäßig am Schraubstock stehe und es feilen lerne oder ostmäßig, kommt aufs Gleiche bei raus. Im Theoretischen hat sich ein bisschen was geändert. Aber die Grundkenntnisse haben sie trotzdem gelassen, weil wir ja bei der Bahn gelernt haben. Also ich musste trotzdem wissen, wie eine SIFA auseinanderzubauen ist und wieder zu montieren oder wie der Motor in der V60 zu richten ist. Also, aber das heißt, in der Richtung bist du auch heute noch unterwegs, ne? Nein, ich bin nicht mehr unterwegs. Also ich bin, klar, ich fahre früh auf Arbeit und komme abends wieder. Ich habe nach der Ausbildung bin ich nicht übernommen worden. Weil da ja genau die Wendezeit reingekommen ist. Und man hat alle Bahnbetriebswerke zusammengefasst. Also die kleinen hat man dann alle in ein großes, hat die Vorruhestände, also alles, was ab 55 war, in Vorruhestand geschickt. Und hatte aber trotzdem so viel Personal, dass man dann die Lehrjahre 91, 92, 93 nicht übernehmen konnte. Außer du warst bereit, nach Hannover oder nach Hamburg zu gehen, um zur Lokführerausbildung zu gehen für den ICE. Okay. Aber das lag mir nicht, ich wollte nicht. Und also bin ich dann, auf Deutsch gesagt, arbeitslos geworden nach der Lehre, habe mir dann was gesucht, habe dann ein bisschen über Zeitarbeitsfirmen Deutschland kennengelernt. Was mir auch gut getan hat, weil ich dann in andere Berufe noch mit reinschnuppern konnte. War als Lüftungsbauer unterwegs, war als Elektrohelfer unterwegs. Also du konntest von da überall ein bisschen was mitnehmen, auch fürs Privatleben halt. Und dann habe ich versucht, mit der Selbstständigkeit ein bisschen was zu machen, was aber nicht so funktioniert hat. Und bin dann 2002 wieder in die Zeitarbeit zurück. Weil ich brauchte einen Job. Ich konnte daheim nicht nur rumsitzen. Geld wurde dann auch irgendwann mal knapp. Und die hatten dann, es war zwar eine Niederlassung in Leipzig bei mir in der Heimat, aber Einsatzort war Bayern. Solange es Geld stimmt, ist mir das erstmal egal gewesen. Und dann bin ich halt hier zu einem Arbeitgeber gekommen, bei dem es mir gefallen hat. War 4 Jahre jetzt als Leiharbeiter bei dem tätig. Dadurch habe ich mich dann auch umorientiert, habe hier unten, also in Augsburg, dann gesucht, dass ich eine Wohnung kriege, weil dieses Pendeln wird dann irgendwann offen. Und es kommt Freitag nach der Arbeit zu 9 im Bus nach Hause und dann Sonntag wieder her. Das war, und 2006 hat es dann geklappt. Da hieß es, Bewerbungsunterlagen abgeben. Wir würden sie gerne einstellen. Cool. Und seit 2006 bin ich jetzt dabei und es macht immer noch Spaß. Das ist cool. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Zeitarbeit kann auch mal gut sein. Ja, sicher. Wir haben auch jetzt erst vor kurzem wieder von unseren Leiharbeitern, die wir jetzt ja auch immer, wir haben ja auch immer wieder welche jetzt, haben auch erst wieder 3 in der Abteilung übernommen. Ich finde diese Form auch wirklich eigentlich auch ideal, weil es ist aus meiner Sicht erstmal zumindest ein fachlich faires Verhältnis, weil man kann sich umschauen, ob es einem selber gefällt. Genau. Ne? Und auf der anderen Seite ist es auch für den Arbeitgeber gut, sozusagen, gut, ich habe hier einen, die werden relativ schnell erkennen, ob man den Kandidaten gebrauchen kann oder nicht. Also ich finde es so schaut es aus. Also nach diesen Profilbögen, die du von den Firmen ja kriegst, kannst du gar nicht gehen. Das bringt der Mitarbeiter selber, wenn er vor Ort ist, eine Woche, 2 Wochen da ist und seine Tätigkeit vernommen hat, dann kannst du selber erstmal entscheiden, wie ist er wirklich. Also dieses Profil, wo dann drinnen steht, hat da und da schon gearbeitet, kannst du gar nicht hernehmen. Also ich habe jetzt ja 12 Jahre gemacht, Personaldienstleistungen als Disponent und von daher weiß ich gerade, wovon du redest. Geht aber alles ein bisschen was kaputter mit diesen Branchenzuschlägen, den ganzen Scheiß, damit ist natürlich
sehr, sehr viel kaputt gemacht worden. Und mit der Übernahmepflicht nach einer gewissen Zeit ist das auch schon schlecht, wo die Firma dann sagt, naja gut, okay, gerade im Helferbereich, wo gesagt wird, so, dann mache ich die 10 raus und hole die 10 neue rein. Ja, das ist nicht der richtige Weg. Und dann hat die Nahles sich leider, ja, das war ein ihrer Themen, warum die Frau jetzt nicht mehr da ist, wo sie war. Was ein Glück ist für alle, das von mir gefallen ist. Naja, so, aber ist was anderes. Modelleisenbahn. Hast du da bei dir ein bestimmtes Thema, was du da, also ich weiß, du baust in Segmenten, das ist klar, aber hast du ein bestimmtes Thema, was du anspielst oder einfach so, weiß mal. Also, wie gesagt, da ich ja ein Kind des Ostens bin und die Wendezeit ja eigentlich gut miterlebt habe, habe ich mir so als Thema, so als Eckpunkt so die Wendezeit hergenommen. Also es ist schon Bahnübergang gewesen, also von Reichsbahn zu DB. Das erkennt man auch ganz gut in ein oder zwei Videos, wo auf dem Bahnhof der DB-Keks schon installiert wird. Ne, und so. Aber es fährt halt noch viel DR-Material, so wie es auch 92 noch war. Ja. Also zumindest in Leipzig war es so, dass wir hatten noch viel an unseren Maschinen DR stehen. Ja. Die waren gerade erst dabei, das alles umzulabeln und umzunummerieren. Mhm. Und so ist es auch bei mir so ein bisschen angedacht, so die Wendezeit. Also so 89 bis 92, 93, so in dem Zeitraum. Also im Grunde bist du eigentlich auch der erste Kandidat, der sich so irgendwie auch in einer Epoche wiederfindet. Ja? Das heißt, du hast auch ein Rollmaterial dann auch und alles älter oder jünger eher dann nicht mehr, oder? Das Rollmaterial, was ich mir jetzt über die letzten 5 Jahre organisiert habe, ist eigentlich neueren Datums, weil ja digital, also ich bin ja durch so gewisse Leute und Kanäle aufs Digitale erst gestoßen, habe ja mit analog erst angefangen. Ah, okay. Aber ich sag mal so, das, was ich mir jetzt hole, ist meistens alles Neuware oder gebrauchte Neuware, die kaum im Einsatz war. Ja. Aber alles halt schon digital, aber halt alles Deutsche Reichsbahn. Ah ja, okay. Ich habe erlaubt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir wissen Bescheid, die drei. Jetzt geht's los. Alles, noch geht alles hier. Alles los. Gut, alles gut. Sehr geil. Solange die Familie, ne, wie man so schön nennt, nichts dagegen hat. Ne? Ja. Das ist doch schön. Aber es ist ja auch schon bemerkenswert, dass die Metze dann da hinten, dass sie nicht an die Modellbahn gehen, weil ich denke mal, da sind ja viele kleine Dinge, die vielleicht auch für Tiere interessant wären, wo die sagen, oh, das nehme ich jetzt mal eine Runde mit. Oder haben sie dann schon, sag ich mal, Abwehrerfahrungen bekommen? Nee, eigentlich noch nicht. Mich hat es ja bis jetzt selber gewundert. Ja. Eigentlich ist ja alles Holz. Ja. Der ganze Grundbau ist ja Holz. Ja, ja, klar. Wenn ich so meine Schränke angucke, da sind überall Kerben drin. So mit dem Schnabel so. Luna, jetzt ist tot. Luna? Luna. Luna, ja. Da ist ja wie meine Katze. Ich wollte gerade sagen, ich habe Luna, ja? Habe ich das richtig verstanden? Luna, ja. Aha. So heißt meine Katze. Das Weibchen Luna. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Und die beiden Männchen heißen wie? Das eine ist der Finn. Phil? Und das Alpha-Männchen ist der Marloni. Also Marlon eigentlich, aber wird hauptsächlich nur noch Loni gerufen, weil wir haben von Anfang an gleich heute vermutlich. Jetzt ist gut, Luna. Ja, es ist wie es ist. Ja, das ist, wenn die Familie ins Video einplatzt, ist es. Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, typisch Mädels, ne? Weil das kommt vielleicht jetzt gerade mal nicht so gut, aber. Wenn deine Frau dir gegenüber sitzt, würde ich das jetzt kneifen. Ich habe es ja auch leise gesagt. Ne? Ja. Also ich sag mal so, wenn es euch nicht stört, ich krieg sie gerade nicht beruhigt. Alles gut. Weil das gehört, die gehören auch zu deinem Kanal, ne? Also klar, die gehören ja zu dir. Die sind ja auch immer wieder da. Die kennt man von deinen Videos und von daher alles schick. Was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, dann dich auf YouTube zu tümmeln und Videos über Modellbau und Modellbahn zu veröffentlichen? Ja, am Anfang habe ich mich schlau gemacht. Also in den ersten 5 Jahren, wo ich ja nicht aktiv war, habe ich mich schlau gemacht.
und habe andere Kanäle mir angeschaut, wie bauen die überhaupt? Weil ich war 25 Jahre nicht mehr im Geschäft sozusagen. Okay. Bin ja nur durch einen dummen Zufall wieder dazugekommen. Okay. Dank Minitrix. Die hatten 2015, 2016 eine Starterpackung rausgebracht mit einer Baureihe 132 und drei Waggons, Halberstädter Schnellzugwagen, also Deutsche Reichsbahn halt. Oh, die musst du haben. Ich wollte sie mir eigentlich nur in die Vitrine stellen, an die Wand. Ja, und dann kam beim Auspacken so der Spieltrieb raus mit dem Travo und dann erstmal auf der Kommode. Ist auch im ersten Video zu sehen, wie ich dann so hin und her. Und dann hat es mich gepackt gehabt. Dann war ich wieder, dann war das Virtuelle war weg. Ich will wieder anfangen. Dann hat es mich, jetzt bist du alleine, jetzt kannst du. Du hast deine, dich stört keiner mehr. Dir redet keiner mehr rein. Du kannst selber bestimmen, wie groß es wird und so weiter. Und so hat es dann angefangen. Und dann 2017, wie du es ja selber festgestellt hast, Louis, habe ich dann halt mir gedacht, was andere können, kannst du auch. Und habe dann mal so die erste Geschichte vom Anfang, also mit der Startpackung bis zum Start, also wo ich dann alles nochmal wiederworfen habe und dann ins Digitale gegangen bin, dank Sascha und Sibi. Die haben mich da so ein bisschen mitgenommen damals. Habe ich dann alles zusammengeschnitten, habe so das erste Video, das erste Jahr mit meinen Erfahrungen so erstmal gezeigt. Dass und dann habe ich festgestellt, ja, so kriegst du keine Aufrufe, so guckt kaum jemand. Das war so ganz klein weg hingedümpelt. Ja. Ja, und dann ist immer von Video zu Video sind dann die Ideen größer geworden. Und jetzt, wo ich vor 2 Jahren diesen Flow ins Ohr gesetzt gekriegt habe hier mit der Modulanlage, war ja ganz anders geplant, als wie es jetzt ist. Da habe ich dann angefangen, als Tagebuch das Ganze zu machen. Einmal für mich, damit ich sehe, wie sind die Fortschritte, was hast du bis jetzt gemacht? Ja. Und dann halt, um andere mitzunehmen, wie baue ich es? Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Genau. Und ich habe ja in den ersten 2 oder 3 Videos habe ich auch Pinuckel mit erwähnt, wo ich bei ihm geklaut habe, auf Deutsch gesagt. Also, was heißt geklaut? Geklaut ist es ja nicht. Ja, doch, mit den Augen geklaut. Ja, natürlich. Und hier die Ideen übernommen. Und so hat sich das jetzt fortgeführt. Und immer besser zu werden, also um auch meiner Community, die ich ja bis jetzt aufgebaut habe, die zu halten und auch immer mehr dazu zu gewinnen, habe ich halt jetzt angefangen, auch immer an meinen Videos zu arbeiten. Und dadurch wird eben nicht nur die Module werden besser, sondern auch das Drumherum. Auch die Qualität der Videos ist eine ganz andere. Wenn man sich so das erste und das letzte Mal anschaut, das ist schon, man sieht halt den Fortschritt. Ja, ich habe es ja selber gesehen in meinen 4 Retro-Wochen, wo ich die ganz alten Videos nochmal ausgegraben habe, nochmal überarbeitet habe. Das war schon eine interessante Geschichte für mich. Ja, spannend, ja. Ja, das denke ich mir. Wie groß ist genau deine Anlage, Sven? Du hattest eben von 360 gesagt, aber ich meine doch, in dem letzten Video erhältst du doch noch die Möglichkeit, um die Kurve zu gehen. Du hast doch von das ist genau, im letzten Video, du hast die Umräumaktion ja gesehen. Ja, genau. Habe ich jetzt angefangen, diese 3,60 Meter standen erst an der Giebelwand hinten. Die habe ich jetzt vor die Balkonseite genommen, habe dadurch ein bisschen Möbelrücken spielen müssen und Kameraden verrücken müssen, damit ich eben nochmal 3,60 Meter gewinne, damit ich weitermachen kann. Weil ja, eigentlich war ja der Plan oder der Flow vor 2 Jahren war ja eigentlich Ausstellung dieses Jahr. Ja, richtig, genau. Aber durch private Gründe ist das Ganze jetzt ins Wasser gefallen. Ich habe anhand der privaten Gründe beim Modellbahnverein in Senden angerufen oder geschrieben und habe gesagt, Leute, es tut mir leid, ich kann nicht dran teilnehmen. Ja, warum nicht? Da wird ja dann auch gefragt, wieso, weshalb, warum? Zumal er ja auch meinen Kanal extra abonniert hat, um zu sehen, wie weit mein Fortschritt ist und so weiter. Ja. Und dann habe ich es ihm dann gesagt und dann meinte er so, ja, kann ich verstehen. Schau trotzdem mal vorbei auf einen Kaffee, dann können wir noch ein bisschen plauschen. Ich sage, ja, das ist kein Thema, nur ausstellen wird nichts. Und das hat er auch akzeptiert. Und dann hatte ich eigentlich so eine Downphase kurz.
Okay. Da kam mir aber der Sommer jetzt ganz gelegen für die Downphase, dass es so warm hier unterm Dach ist. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr weitermachen jetzt und wollte eigentlich wieder dahin zurück, wo ich davor war, also mittelstadtmäßig als feste Platte. Ja. Und habe dann eben die Retro-Wochen dazu genutzt, mir Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll. Ja. Und habe mich aber jetzt entschieden, und das habe ich auch im letzten Video ja dann gesagt, ja. Planung ist vollendet, also es geht weiter, darum habe ich auch umgeräumt. Ja. Ich baue jetzt für mich weiter. Ja. Vielleicht ergibt sich ja doch wieder die Möglichkeit, in 2-3 Jahren, wenn dann das Drumherum dann sich alles gelegt genau. hat und so weiter, genau. dass ich mit Senden, also mit Ulm, mich wieder in Verbindung setze, sage, du, hier besteht noch Interesse an meiner Modulanlage, ich würde sie gerne ausstellen. Ja. Ansonsten bleibt halt, ob es dann weitergeht, dann da hinten, weiß ich nicht. Also 4 Segmente kommen jetzt noch. Ja. Dann ist der Platz wirklich dann entweder dann die Vögel du, raus. Dann bist, oder, dann bist du aber vom Computer bis zur Ecke oder bist du dann auch schon rum? Also ich bin jetzt im Moment vom Computer bis in die Ecke rein. Ja. Und jetzt gehe ich gerade rum. Also die Kurve im letzten Video habe ich ja im Gleisplan schon gezeigt. Genau. Habe ich jetzt angefangen, ja, gehabt. Ich habe es ja auch. Und jetzt gehe, also es wird dann erstmal ein L-Schenkel am Ende. Ja, ja, genau. Ich gehe hin. Okay, genau. Aber ich möchte gerne im anderen Eck ja dann auch wieder zurück. Problem ist, von der Höhe her wäre es machbar. Die Schränke sind tiefer. Also ich könnte mit den Modulen genau über die Schränke, aber dann stehe ich dann so hinterm Käfig ist der Kühlschrank. Also so, da würde ich bis zum Kühlschrank kommen und dann wäre es ein U. Mhm. Aber ich könnte immer noch nicht einen Kreis fahren. Weil ich habe ja nirgendwo in Zusammenschluss dann. Also ich müsste dann trotzdem Pendelverkehr fahren. Mhm. Was auch erstmal nicht das Problem wäre. Wenn natürlich der Käfig raus wäre, dann könnte man hier vorne dann zumachen, dann hätte man einen kompletten geschlossenen Kreis. Ja, aber ich habe jetzt 2 Jahre für 4 Module gebraucht. Jetzt kommen wieder 4 Module. Also ich rechne da auch mit 2 bis 3 Jahren, was ich brauche. Ja. Weil ich habe festgestellt für mich, und es werden auch sicherlich meine Abonnenten ja auch festgestellt haben, ich bin so ein bisschen der ein bisschen ins Detail reingeht. Ja. Und wenn mir irgendwas nicht passt auf Anhieb, dann lasse ich auch erstmal sein, dann brauche ich erstmal 2-3 Tage, dann beschäftige ich mich auch gar nicht mit der MOBA. Dann muss ich abschalten, muss runterkommen. Wenn ich irgendwas versaue, dann kann es passieren, dass ich einen Anfall kriege. Das habe ich bei Mittelstadt nämlich mitgekriegt. Bei Mittelstadt hat es mich einen SVT gekostet. Was? Der dann mal so quer durch die Wohnung geflogen ist. Ein SVT? Ein SVT von Kato, ja. Ja, okay. Gut. Kann man machen. Ich bin da ganz nah bei Sven, also bin ich ganz ehrlich. Mein Vater ist ja auch schon... die Eisenbahn. Also mein Vater ist ja auch so ein emotionaler Mensch und der hat, wenn seine Armbanduhr nicht funktioniert, hat er aus der Armbanduhr eine Wanduhr gemacht. Und ich merke das auch bei mir, wenn es dann nicht funktioniert, dann weglegen oder wegschmeißen. Und dann das Zeug ja einfach zu teuer ist, bin ich von wegschmeißen weg und leg's dann halt einfach weg. Ne? Ja, soweit bin ich mittlerweile auch. Also wo der SVT geflogen ist, das waren ja jetzt vor 4 Jahren, ja, da habe ich noch ein bisschen anders, aber jetzt mittlerweile... Naja, eben. Wir werden ja auch reifer, Sven. Wir werden ja reifer. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Deswegen auch nicht wundern, ich werde es aber auch nicht auf meinem Kanal erwähnen. Ja. Normalerweise habe ich einen 14-Tage-Rhythmus bis jetzt immer gehabt. Mhm. Ja, diesmal habe ich es nicht geschafft, ja. weil einfach eben wieder so ein Moment da war, du Scheiße baust, hör lieber auf. Ja. In der Woche passiert nichts bei mir, also wenn ich arbeiten bin, in der Woche passiert nichts. Also es ist rein nur eine Wochenendbeschäftigung bei mir. Okay. Ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann Finger weg, Ruhe wahren beim nächsten Mal. Sven, so machst, wir müssen noch arbeiten gehen und haben halt einfach nicht den Luxus, zu Hause zu sein und gibt da noch andere Sachen, wichtigere Sachen wie Modelleisenbahn. Und man möchte den Leuten ja auch, man hat ja so ein gewisses Standing und man möchte den Leuten dann einfach was dahin klatschen und sagen, hier, da bin ich diese 14 Tage ein. Deswegen sage ich ja immer, Leute, hört auf zu sagen, ich mache alle 14 Tage ein Video.
Ja. Das funktioniert nicht. Ja, man, wenn du krank bist, dann heißt es schon direkt, oh, wo ist denn dein Video? Ja, ich war krank. Oh, was ja, war ja, ja, ja. Weißt du? Und das muss doch einfach nicht sein. Punkt. Ich bin nicht da und endlich. Ich mache das dann, wenn ich will und finish jetzt. So, wenn es kommt, dann kommt. Wenn ich da Content habe, dann habe ich halt eben mal ein bisschen was weniger Content. Macht die Sache nicht schlechter. Nö. Ja, ich bin jetzt nicht so, naja, okay. Ist so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wobei, ich teile das noch nicht ganz so, wie er das macht, sondern ich lege das mal weg und fange dann 2 Wochen später an. Also es gibt so Themen, die bewegen mich dann auch. Ne? Die nehme ich dann auch wieder mit. Ich kenne dann auch hier so einen Sitznachbarn, der steht dann auch durchaus mal in der Nacht auf und sagt, hey, ich habe die Idee. Man grübelt einfach doch noch darüber, wenn es mal nicht ja, klappt. Absolut. Grübeln tue ich hier jeden Tag drüber. Bin ich ganz nah bei dir. Ich bin ja schon morgens um 2:30 hier runter. Ich habe ja gerade von meinem Sitznachbarn gesprochen. Bei mir gibt's Wochen, da bin ich mit so einem Kopf auf Arbeit, weil da die Ideen drinne wachsen. Das wird dann aufgeschrieben oder kurz skizziert auf Arbeit, damit ich es nicht verliere. Ja. Und dann am Wochenende schaue ich es mir an und versuche es umzusetzen. Ja, geil. Absolut geil. Aber anders kann das dann nicht funktionieren, Sven, oder? Ja. Anders geht's. Und dann guckt man natürlich noch andere Videos von wie du gerade eben sagst, Pinuckel, von wie sie alle heißen. Ja, und sie ist dann da. Ich war ja in meinem Urlaub, ich war ja Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres in Berlin bei meiner Tochter zu besuchen, habe ja dann den Chris besucht. Und der Chris hat auf seiner Bahn, eine wunderschöne Bahn hier, Chris 1-160, und er hat auf seiner Bahn irgendwo eine Straße, und da ist er hingegangen, und das fand ich total genial, hat er einfach so ein Stück Brett rausgeschnitten, so breit, und das hat er runtergedrückt, und er geht die Straße einfach runter, als Unterführung. Total genial, bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ja. Ich habe gesagt, Chris, das ist die geilste Idee. Ich sage, das mache ich nach. Ja, sagt er, mach doch. Ne? Wir klauen uns hier nichts, wir helfen uns hier. Und das ist ja dann wir helfen uns. Ne? Und das ist das Schöne bei der ganzen Sache. Und da bin ich total geil. Also ich muss jetzt an der Stelle auch mal da reingrätschen, jetzt an der Stelle, weil unser freundliches Aufzeichnungsprogramm hat uns gesagt, wir kommen langsam wieder hier zum Ende oder so. Das ist auch wieder so ein, also ich glaube, wenn jetzt noch die Runde weitergehen würde und wir dabei, das würde endlos werden. Also das ist so ein bisschen so ein typischer Bombenkandidat gewesen. Geil, absolut. Das hat wieder Spaß absolut gemacht. Ja. Mein Lieber, wenn du uns jetzt noch einen Tipp geben würdest oder gibt es von dir aus Anregungen zu unserem Format, würdest du uns was empfehlen, was wir ändern sollen oder ist deine Empfehlung, macht mal so weiter? Oder wie also siehst du das? Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, bleibt so, wie ihr seid. Da hat man richtig Spaß beim Interview. Also da braucht man nichts dran zu ändern. Ja. Locker, ja, lustig. Genau, so. Vielen lieben Dank. Ja, wenn die Leute immer nur wissen, wir machen ja vor diesen Aufzeichnungen, das hast du ja heute auch festgestellt, machen wir ja immer noch mal so eine Einleitungssequenz. Und manchmal sind diese Einleitungssequenzen, wenn man die mal noch mit aufnehmen würde, dann mal so ein Outtake. Genau, so als Outtakes. Ja, ja, so, genau. Ja, das unfassbar, unfassbar. Ja, ja. Also, da wäre ja heute schon wieder so, der Siebert's wieder richtig weit vorne gewesen. Naja, ist egal. Ja, ist halt so. Ja, mein Lieber, ich danke dir auch für deine Zeit, die du gefunden hast, für, ich sag mal, dass du den Gesprächsleitfaden hier übernommen hast, von dir aus geplauscht hast und ich fand's richtig klasse. Von daher kann ich mich nur für deine Zeit und für deine Bereitschaft hier bedanken, dass du hier mitgemacht hast. Und wir werden das demnächst veröffentlichen, haben wir ja darüber gesprochen, das dauert nicht allzu lange. Sebi, möchtest du auch noch was sagen? Wenn du mich lässt. Ja, Sven, also wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie du oder als du vorgeschlagen wurdest, weil ich verfolge deinen Kanal schon sehr, sehr lange und ich finde den auch sehr, sehr, ja, wie sagt man, authentisch, wahrheitsgemäß, ja, sagt man das so? Ja, authentisch. Nicht so dahin geklatscht, du gehst da echt mit Sinn und Verstand dran und ja, danke dafür. Wie gesagt, ich verfolge das immer und du kriegst auch immer einen Daumen, du kriegst auch immer einen Kommentar von mir und ich habe mich echt sehr gefreut und danke dir, dass du echt die Zeit gefunden hast, hier mit uns ein bisschen was zu plaudern und gesagt haben auch, nee, die Rheinländer. Aber ja, wir werden geliebt, Lou, wir werden geliebt. So ist es und ich finde es nur schade, dass die Zeit so kurz ist.
Das ist, sonst das wäre jetzt noch, wir hätten noch reichlich im Petto. Ja, genau. Wahrscheinlich. Aber das sagt irgendwo jeder, Sven, weißt du, und wenn du dann hingehst und sagst, ja gut, okay, dann machen wir mit dem einen mal was mehr, dann kommt der nächste, bla 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 bla. Und das passt halt einfach nicht. Also, ja, das ist sicher, aber. Also, wir könnten ja zwei Teile draus machen. Ja, mal gucken, vielleicht bauen wir noch einen. Vielleicht kriegen wir das hin. Alles mein klar. Lieber Sven, ich danke dir. Ich danke euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und man sieht sich mit Sicherheit zweimal. Also. Ja, so ist es halt. Ne? Wenn sich Quasselstrippen dann verzetteln, dann braucht man halt Technik, die das Ganze ein bisschen steuert und einfach abrupt beendet. So wie jetzt hier. Nee, Spaß beiseite, lieber Sven, es tut mir furchtbar leid, ich hatte noch nicht mehr Gelegenheit, hat es jetzt, sag ich mal, so den letzten Abschiedsgruß nochmal loszuwerden an der Stelle. Aber ich glaube, wir wollen eigentlich gar keinen Abschiedsgruß haben, sondern du gehörst genauso zu den interessanten Reigen der Kandidaten, die wir bis jetzt gehabt haben, wo man sagt, das hätte auch noch endlos weitergehen können. Und eigentlich müssen wir das irgendwie mal fortsetzen. Das wird irgendwie und irgendwann in irgendeiner Form mit Sicherheit auch passieren. Ach so, ja, und einen habe ich noch, lieber Sven. Ne? Also du fragtest ja nachher nach, ob das vielleicht mit den Piepmetzen vielleicht ein bisschen zu laut war oder nicht. Ganz ehrlich, die gehören halt zu dir, ne? Und das gehört auch zu deinem Kanal und das macht auch die ganze Sache ein Stück weit authentisch. Ich persönlich fand nicht, dass die zu laut gewesen sind, sondern die gehörten halt dazu. Ne? Und wie das so ist, die Luna ist halt das Mädchen und Mädchen quatschen halt gerne. Das ist schon immer so. Das geht auch, glaube ich, durch verschiedene Arten unabhängig durch. Ja, es soll aber nicht heißen, dass ich hier von Erfahrung rede. Ja, liebe Leute, wer den Sven noch nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Der sollte jetzt einfach mal ganz flink unten in die Videobeschreibung reinschauen und dann mal den Link verfolgen und den Sven auf seinem Kanal besuchen, abonnieren, Glöckchen da lassen, alles, was sich so hier hört. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir noch viel zu erwarten von diesem interessanten Kanal, von diesem interessanten Projekt, was er da hat. Und er hat ja auch in seinem letzten Video da gezeigt, wie es um sein Projekt steht. Von daher, besucht ihn, schaut ihn euch an und der ein oder andere kennt ihn ja ohnehin schon. Gut, ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch also gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir bitte euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr hier vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.